Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Verbotene Lust. Und ich möchte gerne mich mit euch unterhalten über eure geheim ausgelebten Lüste oder über Lüste und Gelüste, die ihr vielleicht in einem kleinen Kreis auslebt. Das kann ganz viel sein. Das kann von sexuellen Dingen reichen bis hin zu, weiß ich jetzt, U-Bahn surfen oder sowas. Also verbotene Lust, unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr mir da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern wollt, erzählen wollt aus eurem Leben, dann macht das mal und ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr faxt und mailt, bitte die Telefonnummer draufschreiben. So. Erster Anrufer heute Nacht ist Andreas. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, wie alt bist du? 24. 24. Verbotene Lust. Ja, verbotene, nicht unbedingt geheime Lust. Geheime Lust, okay. Genau, das war das, was du gerade auch so schön sagtest. Und zwar geht es da um Swingerlust. Um Swinger? Club. Um Swingerclub-Lust. Genau. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel den Swingerclub. Ja, es gibt auch Leute, die machen das privat und so. Ach so, genau. Genau. Swingerlust allein heißt nicht unbedingt nur Swingerclub, ne? Richtig, richtig. Ja. Richtig. Ja, wir machen halt eben beides, haben beides ausprobiert, im privaten Kreis sowohl als auch wie im Club auch. Wer ist wir? Deine Freundin und du? Genau. Ja? Genau. Wir weiter und haben festgestellt, dass das genau das Richtige für uns ist. Aha. Wie lange seid ihr schon ein Paar? 8 Jahre. 8 Jahre? Ja. Das fing aber sehr früh dann an. Ja, richtig. Mit 16 fing es an. Richtig. Ist deine erste Liebe? Ja, genau. Ach, kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass es die erste Liebe war, du vorher nicht viel Erfahrung gesammelt hast, du die Frau aber nicht verlieren wolltest und gesagt hast, okay, komm, dann holen wir uns die Erfahrungen gemeinsam irgendwo. Nee, ich war ja nicht der springende Punkt. Sie war's? Ja, sie hat denn die ersten Schritte gemacht. Wir haben uns darüber unterhalten. Aha. Und wie das halt eben dann so ist, wie wir jetzt so bei den entsprechenden Leuten so mitbekommen haben, ist es halt eben öfter so, dass sich entsprechend einer von beiden Partnern jeweils zweite Frau oder halt eben zweiten Mann gerne dabei wünschen würde. Ja, ja. So, und so war das halt eben bei uns auch. Nur bei uns war halt eben, waren wir beide halt eben so, dass wir beide gesagt haben, wir hätten beide gerne jeweils eine Frau bzw. dann Mann dabei. Ja. Ist deine Freundin auch so alt wie du? Ja, sie ist 23. 23, also war sie auch blutjung, als ihr zusammenkamt. Ja, richtig. Wie lange betreibt ihr das hier schon, diese Swingerei? Etwas mehr wie ein Jahr, so knappe 1,5 Jahre. Ja, und die erste Erfahrung habt ihr in einem Club gemacht oder habt ihr zu Hause? Privat. Mhm. Mit wem? Was waren das? Wir haben über einen Internetchat haben wir so ein paar kennengelernt und mit denen haben wir uns dann mehrmals getroffen. Ja. Und dann haben wir auch irgendwann mal so ein Zwingerspiel ausprobiert. Was ist das? Ein Zwinger 2000 nennt sich, ist zum Beispiel ein so ein Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf. Doch, bitte. Ja, also Swinger 2000 ist ein von solchen Spielen, war halt eben im Swingerkreis sehr beliebt. Und zwar geht es da von Level 1 bis Level 3 langsam der Reihe nach. Und Level 1 sind halt eben so Frage-Antwort-Spielchen. Ja. Und Level 3 ist dann schon wirklich heftig. Also was heißt das? Also fangen wir unten an. Ja. Mit Level 1 an. Frage-Antwort, sag mal so ein Beispiel für so eine Frage. Ja, als Beispiel die 5 Synonyme für weibliche Geschlechtszahl oder männliche Geschlechtszahl. Ach so. Oder intime Fragen, was war dein schärfstes Sexerlebnis, dein peinlichstes oder dein lustigstes? Aber das beantwortet man dann nur so und das ist dann okay. So, Level 2, jetzt wird's härter. Level 2, ja, wird ein bisschen härter. Da sind so noch ein bisschen intimere Fragen bei. Mhm. Und aber auch Aktionskarten. Das heißt, man muss dann beispielsweise eine Stellung vormachen. Oh. Allerdings angezogen. Ach so. Das heißt nur so andeuten. Ist ja noch harmlos. Genau. Ja, ja gut, dann kann es halt eben auch schon mal so sein, dass halt eben entsprechend der Mann der Frau an die Brüste fassen muss. Ja. Und das muss halt eben dann nicht immer die eigene sein. Nee. Ist ja noch so ein bisschen die Kategorie Doktorspiel, ne? Ja, das
aber fängt so langsam an. Ich vermute, es gibt da noch ein härteres Level. Genau. Wann fallen denn die Hüllen? Ja, die fallen mitten im Spiel. Achso, die fallen mitten im Spiel. So. Weil es gibt drei Joker und du kannst entweder die Joker reinsetzen oder du kannst halt eben ein Kleidungsstück ausziehen anstatt des Jokers. Ah, ja. Wenn du eine Aufgabe nicht machen möchtest, eine Frage nicht beantworten möchtest oder so. Und ich stelle mir so vor, dass zu guter Letzt das orgiastisch endet irgendwann. So, genau so kann man sich das vorstellen. War es für dich unangenehm oder etwas mit Scham auch belegt, beim allerersten Mal dann so mit anderen Leuten zusammen Sex zu haben? Jein. Nein, also ein bisschen Scham war vielleicht schon da, aber ich sag mal, die Lust und die Neugier darauf, die hat sehr überwogen. Aber der Grundimpuls ist von deiner Freundin ausgegangen. Ja, also der allererste Impuls ist von uns beiden, weil wir uns beide so mehrmals darüber unterhalten haben. Dann war erstmal wieder 2-3 Monate lang gar nichts. Und dann irgendwann mal ist dann der erste Impuls in die Richtung, dass wir dann doch mal was machen könnten, von meiner Freundin. Ja. Sind das immer, wenn ihr euch privat trefft, seid ihr dann zu viert oder sind auch schon mal 6 oder 7 Leute da? Nein, das sind also immer nur zu viert. Immer also ein Pärchen. Mit einem anderen Pärchen. Ja. Genau. Seid ihr da so richtig strikt getrennt? So Männchen und Weibchen macht das immer zusammen, im Tausch natürlich. Oder geht's auch ganz kreuz und quer? Habt ihr Jungs auch mal was miteinander und die Mädels was miteinander? Ja, die Mädels haben was miteinander, die Jungs nicht. Die Jungs? Nein, weil das halt eben von mir selber. Also ich habe nichts dagegen, wenn da jetzt im Affekt da irgendwo die Hand vorbeigeht oder so. Das macht mir nichts aus, aber ich habe halt eben, ich verspüre da keinen Drang dazu, dass ja. da jetzt mit einem Mann da irgendwas zu machen. Wie oft swingt ihr so im Durchschnitt im Monat? Schwer zu sagen. Also wir haben jetzt zum Beispiel unseren Lieblingsclub, wo wir öfter mal hingehen. Ja. Da haben wir jetzt einmal 7 Monate lang gar nicht. Das ist lang. Ja. ja, und davor waren wir aber wiederum innerhalb von 3 Monaten, glaube ich, 5 Mal. Ach so. Also das kann man so nie so sagen. Ja. Das hängt halt eben auch beruflich bedingt, weil wir halt eben Wochenende nicht so viel Zeit haben, wie man dafür gerne. Was würdest du sagen, inwiefern oder wie hat sich eure Sexualität, eure intime, eure private, eure Zweier-Sexualität verändert durch die Swingerei, durch den Gruppensex? Ich würde sagen positiv. Also zum einen ist das irgendwie noch inniger, wenn wir beide nur alleine Sex haben. Also es ist nicht langweilig, dass du dann denkst, nein, da ist die andere dabei. Aha. Auf gar keinen Fall. Also eher genau das Gegenteil. Also eher ist dadurch noch der neue Reiz dazugekommen. Würdest du fast sagen, hier ein guter Rat an Pärchen, die schon sehr lange zusammen sind, wo vielleicht die Luft so ein bisschen raus ist, macht mal solche Sachen und das kann einen guten Impuls geben. Ja, das kann, aber das ist dieser schwierige Grad, auf dem man wandert, weil das ist keine Sache, um eine Beziehung zu retten. Nein. Oder um eine kriselnde Beziehung noch Pep zu geben. Ja, das ist sehr richtig ausgedrückt und ich glaube, dass man das auch auf keinen Fall verallgemeinern kann. Nee. Ne? Was für das eine Paar gut ist, kann für das andere Paar vielleicht eine Katastrophe sein. Richtig, genau. Und, das ist es. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass beide in dem Paar, Mann und Frau, das wirklich wollen. Ne? Ja. Genau, das ist das. Dass nicht die eine ihm das zuliebe irgendwie mitmacht oder sowas, ne? Genau, das ist es. Und das liest man halt eben auch sehr oft auf privaten Homepages, dass halt eben was sehr verpönt wird, überredete Frauen oder Männer, also jeweils der Partner überredet oder irgendwie sowas oder Beziehungsrettung als Rettungsversuch. Jetzt habt ihr beiden Süßen schon eine ganze Menge da erlebt und eine ganze Menge Erfahrung gemacht. Habt ihr jetzt noch so eine nächste Stufe, wo du jetzt sagen würdest oder deine Freundin, das ist auch abgefahren, das wollen wir auch gerne mal machen. Gibt's das? Oder soll es erstmal so weiterlaufen? Nee, das wird, denke ich mal, so weiterlaufen. Was halt eben unser ursprüngliches Ziel, was wir noch nicht erreicht haben, ist irgendwann mal nur eine zweite Frau im Bett zu haben, so, die wir beide verwöhnen. Der Traum aller Männer, ne? Genau dieser. Und das ist nicht so einfach? Nee, das ist überhaupt nicht einfach. Also ihr könntet eher noch einen Mann natürlich finden, als denn eine Frau. Richtig, ja, das ist also normal kein Thema, wenn man das haben will, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja, dann wünsche ich euch, dass ihr die zweite Frau, oder dir vor allen Dingen, aber deine Freundin wird es ja auch wollen. Richtig. Ist das eigentlich geheim? Wissen das so eure Freunde oder die Familie? Ja, das weiß mein bester Freund, weiß es. Ja. Und sonst weiß es keiner. Also wie gesagt, wir sind auch... Jetzt weiß es die ganze Welt, zumindest ganz Deutschland, Andreas. zumindest nur nicht so zuzuordnen. Sag mal... Ja gut, also wenn es jetzt einer erfahren würde und... Das sollten halt eben, die sollen mich halt nur darauf ansprechen oder uns. Ist ja auch nichts Schlimmes. Und wenn es einer anspricht, dann ist es okay, aber ich werde jetzt nicht rumlaufen und rumposaunen. Der beste Freund, war der auch schon mal dabei? Ja, indirekt. Also wir sind praktisch durch ihn so den letzten
letzten Drall so mit dazu bekommen, dass wir es dann doch in die Gespräche her verwickelt haben, weil er damals mit seiner damaligen Freundin bei uns übernachtet hat. Und das war halt eben so eine Luftlinie von ein paar Metern, wie wir nicht weit entfernt lagen. Ja. Ja, und da kam halt eben dann so die Lust auf Neugier auf mehr. Und ist auch passiert dann? Ja, richtig. Ja, also jetzt nicht mit dem Kumpel selber, sondern halt eben da kam jetzt nur die, ach so, der Gedanke. Die Idee ist da. Genau, ist da die Idee. Ihr lag also ganz verspannt und voller Lust im Bett und dachte, Mensch, das wäre es eigentlich. Richtig. Und dann habt ihr es irgendwann gemacht. Genau. So, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und viel Vergnügen. Danke, danke. Schönen Gruß an deine Freundin. Werde ich auch. Tschüss. Tschüss, Domian. Ja, ihr Lieben, verbotene Lust oder geheime Lust, geheime Lüste. Was treibt ihr da so? Was macht ihr da so? Wie gesagt, das muss nicht unbedingt was Sexuelles sein. Wenn ihr mir davon ein wenig erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Die Tina ist da, 19 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Tina. Was ist es bei dir? Was es bei mir ist, ist es auch sexuell. Aha. Und zwar bin ich eine Geliebte und das gleich zweimal. Hey. Du bist gleich zweimal eine Geliebte. Ja, zweimal. Drücken wir es anders aus, du hast zwei Freunde. Ja, nicht, das heißt zwei Freunde, nein, die sind beide sind in festen Händen. Ja, du hast zwei Affären. Genau. Du hast zwei Männer am Laufen, kann man auch sagen. Ja, so kann man es auch. Wie alt sind die beiden Männer? Der eine ist 24 und der andere 32. Ja, und die beiden sind in festen Händen, in festen Beziehungen? Ja, der eine ist seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren mit seiner Freundin zusammen und der andere ist seit 7 Jahren verheiratet. Ja. Wie lange läuft das jetzt schon mit den beiden? Also mit dem Jüngeren, mit dem 24-Jährigen läuft das seit letztes Jahr, ja, so Oktober. Ja. September, Oktober. Ja. Und mit dem anderen erst seit 3 Wochen. Ach so. Also das ist noch ziemlich neu. Ja. Wie? Du sprichst auch so lassiv, so... Als wärst du voller Erotik, wenn du an die beiden Männer denkst. Ist das so? Ja, schon. Hast du dich denn verliebt in den einen oder in den anderen? Oder ist das wirklich für dich nur so eine Spaß-Sex-Erotik-Affäre? Ich sag mal, die Gefühle habe ich da eigentlich ausgestellt, weil ich bei beiden weiß, dass es nie irgendwie eine Zukunft geben wird. Mhm, weil, wie gesagt, der eine ist verheiratet, seine Frau ist schwanger, also da wird es bestimmt keine Zukunft geben. Ja. Und okay, bei dem anderen kann es vielleicht sein, aber da ich ihn auch schon etwas besser kenne und ich nicht seine einzige Affäre bin, er hat noch mindestens zwei andere nebenbei, die ich auch weiß. Das weißt du. Mhm. Und aber das ist ja von nichts. Das ist ja aber egal. Ja, was heißt egal? Ja, ich muss mich damit abfinden. Ja, ich denke mir, besser so als gar nicht. Ja. Weiß er denn auch, dass du jetzt da noch einen anderen, etwas älteren Typ an der Angel hast? Teilweise, also nicht direkt. Eigentlich darf er dagegen ja auch nichts haben. Ne? Du bist eine freie Frau, er macht ja auch sein Ding und hat seine Sachen da. Dann dürfte das ja eigentlich gar keinen Grund zum Ärgern sein bei ihm. Na, gegen haben hat er nicht direkt was, nur ein bisschen gekränkt. Ja, ja, klar, die Eitelkeit. Ne? Ja, klar. Vom Mann von wegen, ich reich dir nicht aus. Natürlich, ja, klar. Bist du jetzt ein bisschen so in Bredouille auch so ein bisschen hin und her gerissen, seitdem der Neue auch dabei ist, dass du denkst, ah, der ist doch besser als der Jüngere oder der Jüngere ist besser als der Ältere? Ja, sie haben beide ihre Vorzüge. Man vergleicht dann ja schon, ne? Oder? Ja, klar, wie der eine das macht und der andere das. Und wer ist denn der Beste im Bett? Der Jüngere oder der Ältere? Tja, wer ist besser? Aber ich sag mal so, sie geben sich beide nicht viel, weil sie halt beide unterschiedliche Vorzüge haben. Aha. Was mich bei den Jüngeren nur nervt, ist, dass er immer fragt, ob mir sein Teil denn groß genug ist. Also die Frage höre ich ständig. Nein, wirklich? Obwohl ihr jetzt wahrscheinlich schon, ich sage mal, 2 Dutzend Mal, 3 Dutzend Mal miteinander Sex hattet? Ja, so ungefähr. Und die Frage höre ich ständig. Die hörst du ständig? Das hör ich. Und du sagst dann ständig, wow, es ist gut, gefällt mir gut. Ja, aber was soll ich anderes sagen? Das sagst du. Du sagst, er ist groß genug. Aber was denkst du? Was ich denke, ja. Sag's mir. Ich frag mich immer, warum er diese Frage stellt, weil du findest also es wirklich? Er steht wie eine Eins. Und du findest es wirklich okay? Ja. Ja, und deswegen. Aber er fragt es ja dauernd. Er hat auch die anderen beiden nochmal nachgefragt. Die anderen beiden Frauen, oder was?
Ja, die kenne ich auch beide. Ja. Und deswegen. So, das ist der Nachteil von dem Jüngeren. Der fragt immer, ist er groß genug? Was ist der Nachteil? Bleiben wir bei der Nachteil. Was ist der Nachteil von dem Älteren? Was ist der Nachteil von dem Älteren? Dass er sehr wenig Zeit hat. Ach so. Dass es halt mit ihm halt sehr schwer irgendwie zu regeln ist. Nun läuft das mit dem Älteren ja erst ganz frisch, ne? Das ist ganz neu. Kannst du dir eventuell vorstellen, dass es da auch Zeitprobleme gibt, das zu koordinieren, die beiden Männer? Oder wird das schon? Das weniger, weil mit dem Älteren ist es mehr am Wochenende und mit dem Jüngeren mehr in der Woche, weil er am Wochenende gar keine Zeit hat, weil er halt im Sport dann viel beschäftigt ist. So, nun ist das vielleicht eine ganz nette Sache, wo man auch locker drüber reden kann, aber vielleicht nach einer gewissen Zeit ist das gar nicht mehr so lustig. Denn ich könnte mir vorstellen, dass du auch eine Sehnsucht hast nach einer festen Beziehung, nach einer richtigen Partnerschaft. Meinst du, dass du das so lange aushältst? Einfach nur so immer das fünfte Rad am Wagen zu sein? Bist du ja bei beiden Männern. Ja. Ich denke schon, weil wie gesagt, besser so als gar nicht. Und für mich selber habe ich beschlossen, wenn es jetzt sein sollte, dass ich in eine feste Beziehung komme, was momentan eigentlich nicht in Aussicht steht, dann würde ich das mit beiden sofort beenden. Ja, das ist sehr löblich und davon war ich jetzt eigentlich auch ein bisschen ausgegangen. Aber hast du denn die Sehnsucht danach, nach einer festen Beziehung? Eigentlich schon. Klar. Aber wie gesagt, bis jetzt hat sich das noch nicht so wirklich ergeben. Ich meine, ist natürlich auch kein falscher Standpunkt zu sagen, solange ich keine habe, vergnüge ich mich halt so auf diese Art und Weise. Und wenn's dann soweit, die Männer können es ja auch. Ja, natürlich, ja, absolut. Finde ich auch für völlig unbedenklich. Und wenn es dann soweit ist, dann kannst du sagen, okay, auf Wiedersehen, ich habe jetzt einen Freund. Ne? Ja, wird vielleicht nicht ganz einfach werden, aber ich würde das so durchziehen eigentlich. Hatte ich mir jedenfalls vorgenommen. Wie es dann wirklich im Endeffekt laufen wird, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das dann klappt. Wenn du dich mit diesen beiden triffst, ist das dann wirklich rein purer Sex oder gibt es auch mal, dass ihr ins Kino geht oder mal irgendwas unternehmt? Es gibt auch anderes. Es ist nicht immer nur Sex. Es ist auch, es wäre halt irgendwie was unternehmen, zusammen in eine Disco fahren oder essen gehen, ein schönes Glas Wein trinken. Uns unterhalten. Du bist ja schon ein ziemlich heißer Feger, ne? Wenn du so zwei Jungs da an der Angel hast. Könntest du dir vorstellen, dass es auch drei werden? Oder gar vier? Na, sagen wir mal drei. Bleiben wir mal bei drei. Gut, dass noch eine dazukommt? Könnte ich mir schon vorstellen, nur bis jetzt hat sich das noch nicht ergeben. Nein. Darf ich mal fragen, was du jobmäßig machst oder bist du noch Schülerin? Ich gehe noch zur Schule. Du gehst dann zur Schule? Ja. Ja. Und wohnst du noch bei Mama und Papa? Genau. Kriegen die das mit? Nee, die wissen davon nichts, weil meine Schwester hat eine eigene Wohnung und sie ist halt ziemlich oft hier und dann fahre ich halt heulen. Ach so, dann passieren also die sexuellen Begegnungen in der Wohnung von der Schwester? Entweder oder im Auto. Oder im Auto? Oder, nee, bei den Jungs geht's ja dann nicht, ne? Wenn die... oder wohnt doch, der da ging's auch schon mal, wo bei dem Jüngeren, Freundin war, die war, weiß nicht, bei ihrer Familie und dann irgendwo und dann... sturmfrei und dann ging das da auch. Oder im Auto. Was für ein Auto haben die? Ist das schon viel genug Platz im Auto? Also der eine hat gar kein Auto. Und dann passiert das wohl doch in meinem Auto. Und das ist ein sehr kleines Auto, da muss man ziemlich gelenkig sein. Aha. Was für ein Auto ist es? Jetzt wissen wir es, in welche Marke? Ein Seat. Ein Seat. Ja, gut, das geht aber auch dann. Das ist ja, ja noch ganz... ist aber ein Marabella und das ist eine kleine Knutschkiste. Umso knuddeliger ist es. Ja, Tina, also ja, viel Spaß, ne? Kann ich dir auch nur wünschen. Danke. Und so herzensmäßig wünsche ich dir schon irgendwie Liebe bald. Ja, mal schauen, mal ob sich da irgendwas ergibt. Ja, ich bin guter Dinge. Dann. Tschüss, Tina. Tschüss. Matthias, 46 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Abend. Ja, Matthias, auch eine verbotene Lust, von der du erzählen möchtest. Ja. Leg los. Ja, ich habe am Hochzeittag meiner Schwägerin beim Kuchenholen mit ihr geschlafen. Ich habe jetzt akustisch null verstanden. Also nochmal, ich habe am Hochzeitstag meiner Schwägerin beim Kuchenholen mit dir geschlafen. Beim Kuchenholen? Ja. Also beim Hochzeitstag deiner Schwägerin, also die hatte Hochzeit, nicht du. Nein, ich habe erst ein Jahr später dann ihre Schwester geheiratet, das ist meine Frau. Wie beim Kuchenholen? Holt denn die Braut selbst am Hochzeitstag Kuchen? Nur gut, das war innerhalb der Lüneburger Heide und dort gab es ja eben noch Kuchen zu holen von ihr. Die gesamte Hochzeitsgesellschaft war schon in dem entsprechenden Bereich und wir haben dort noch Kuchen geholt. Ja.
Jo, dann ist es dazu gekommen. Den Kuchen habt ihr... Das ist absurd mit dem Kuchen. Habt ihr den irgendwie in einer Konditorei geholt oder von irgendjemandem? Nee, den hatte sie selbst gebacken. Ach so. Und wie gesagt, der lag nur in so einem Ferienhaus und der war dort und den haben wir geholt. So, und ist es dann in dem Ferienhaus passiert oder auch im Auto? Nee, im Ferienhaus. Nein, nicht im Auto. Im Ferienhaus? Im Ferienhaus, ja. War das das erste Mal mit der Schwägerin? Ja. Und bisher das einzigste Mal auch? Nee. Bei dem treffen wir uns regelmäßig. Ach, es wird ja immer doller. Ja, tut mir leid, aber in einer von mir angemieteten Wohnung immer am Freitag um 4. Es sei denn, was weiß ich, dass zum Beispiel jetzt Urlaub oder sowas dazwischen kommt. Und dazu kommt noch, dass das dritte Kind von ihr von mir ist. Ja, jetzt hört der Spaß auf, ne? Ja. Wie lange läuft das schon? Dieses? Seit 17 Jahren. Seit 17 Jahren? Real. Ich dachte jetzt gerade, das wäre vor kurzem passiert. Nein. Du hast seit 17 Jahren eine geheime Beziehung zu deiner Schwägerin. Richtig. Deine Frau weiß davon gar nichts. Sie vermutet aber, die Verwandtschaft vermutet auch irgendwas, aber exakt noch nicht irgendwie bewiesen und bis jetzt richtig geheim gehalten. Und der Schwager weiß auch nichts oder vermutet höchstens irgendwas. Nee. Und ihr drittes Kind, das dritte hast du gerade gesagt? Ja. Ist von dir? Ja. Und ihr Mann allerdings denkt, dass das sein Kind ist? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Jo. Du erzählst das alles so locker und flockig. Ich finde das schon eher ziemlich beschissen alles, ehrlich gesagt. Das belastet mich auch. Ja. Wieso ist es, also wenn du schon 17 Jahre deine Frau betrügst, nach Strich und Faden, wieso verhütet man denn dann nicht zumindest, dass so etwas nicht passiert? Ja. Gute Frage, ne? Ja. Ja. Das ist wirklich eine gute Frage, aber hat sich schon, ja, richtig mir eingeschlichen als... Schon mal was in deinen 46 Jahren von Kondomen gehört? Ja, selbstverständlich. Ja. Das Kind ist jetzt wie alt? Die ist jetzt 11. Die ist jetzt 11, also dein Kind quasi. Mhm. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Frau? Verhältnis zu meiner Frau ist eigentlich, was soll ich sagen, ja, ein sehr gutes Verhältnis. Ja? Also, ja. Wenn du jetzt so lange rumdruckst, ist es, also wenn es gut ist, kommt es eigentlich aus der Pistole geschossen, dass man sagt, das ist ein Top-Verhältnis. Du hast jetzt gerade so gezögert. Ja, ich sag doch, das belastet mich. Deswegen rufe ich dich auch an. Mhm. Und das Verhältnis zwischen den beiden Schwestern, also zwischen deiner Frau und deiner Schwägerin, wie ist das? Das ist sehr, ja, sehr gespannt. Weil man schon irgendwie vermutet, weil deine Frau schon vermutet, da ist irgendwas im Busch, oder? Das Schöne ist ja auch, was heißt das Schöne, was auch das Ganze auch ein bisschen, ja, mein Schwager hat auch ein Auge auf meine Frau, das kommt ja auch noch dazu. Aber da ist nie was gelaufen? Nö. Also mein Sohn ist von mir. Ja, bist du sicher? Ja, nee. Also, ja. 17 Jahre läuft das. Ja. Das ist ich finde, da hast du eine Schuld auf dich geladen, die du fast gar nicht mehr abarbeiten kannst, solange du lebst. Ja. Also wenn du 17 Jahre deine Frau so betrügst und dann auch noch ein Kind zeugst und auch wieder in diesem ganzen Lügengeflecht... Was gibt es da für eine Alternative? Wenn du jetzt die Wahrheit sagen würdest, bricht deine Ehe auseinander, oder? Ja, bin ich mir sicher. Gut, andererseits möchte ich auch irgendwann mal klare Verhältnisse haben. Ja, ich kann mir vorstellen auch, dass einen das unglaublich belastet auf Dauer. Hm. Hast du das schon mal so durchgespielt in Gedanken, wie das wäre, wenn du dich trennen würdest von deiner Frau? Ja, selbstverständlich. Was für ein Gefühl verbindest du damit? Ja, wenn ich mich von dieser Frau... Ich liebe meine Frau. Aber andererseits, dadurch, dass ich eben dieses lange Verhältnis mit ihrer Schwester habe, eigentlich sollte ich richtig mal reinen Tisch machen. Das Problem ist ja hier in diesem Fall, wenn du reinen Tisch machst, brechen ja zwei Familien und zwei Ehen auseinander. Ja. Ne? Was sagt denn deine Schwägerin eigentlich dazu? Wie geht die denn mit dieser Belastung um? Die muss ja noch mehr lügen in ihrer Familie. Ja, wir stehen beide in einem ganz extremen Spannungsverhältnis, das weiß ich doch.
Und ja, wie soll man aus diesem, ich nenne es mal gordischen Knoten, wie soll ich da rauskommen? Oder wie sollen wir überhaupt da rauskommen? Ja, nee, meine Frage war erstmal gewesen, wie Sie damit umgeht. Und wie, ist das für Sie auch sehr belastend? Ja, selbstverständlich. Ja. Also, das ist schlimm. Würdest du, wenn du jetzt so ganz frei auswählen könntest, würdest du eigentlich lieber mit deiner Schwägerin zusammen sein, so richtig zusammen sein? Ja. Das heißt, du liebst eigentlich die Schwägerin mehr als deine Frau? Ja, es ist so. Mhm. Wir haben uns damals kennengelernt. Ich habe also meine Schwägerin, meine Frau parallel kennengelernt. Und ja, es ist gerade in diese Richtung gegangen. Mhm. Da fragt man sich natürlich, warum damals dann quasi falsch rum geheiratet wurde, ne? Ja. Damals hätte man, das war mich auch dumm, ne? Ja. Damals hätte man es ja noch drehen wenden können. Mhm. Würde deine Schwägerin auch am liebsten mit dir zusammen sein? Ja. Mhm. Matthias. Ja, das ist so verzwickt, aber irgendwie auf der anderen Seite auch wieder völlig klar. Das ist so verfahren, dass es nur die einzige Möglichkeit gibt, da wirklich in aller Radikalität die Karten auf den Tisch zu legen, und dann bricht alles zusammen und dann muss man sehen, wie sich alles irgendwie wieder neu vielleicht ordnet. Natürlich, aber wie soll man das in diesem bürgerlichen Umfeld realisieren? Also das hast du dir selbst eingebrockt. Ja. Das hilft dir jetzt wenig weiter. Ja. Aber dieser Satz muss gesagt werden. Du hast es dir selbst eingebrockt. Und es gibt keine schlaue, weise Lösung. Ja. Die gibt es nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lügt bis an euer Lebensende weiter. Alt und grau werden, ja. So. Oder du machst jetzt wirklich ganz klaren Tisch und du kalkulierst ein, dass alles zusammenbricht. Ja. Dass auch dein Ansehen kaputt ist in der Familie, in der Verwandtschaft, Nachbarschaft, wahrscheinlich. Ja. Dass du ganz woanders hinziehen musst oder weiß ich. Hm. Nee, okay. Also, es ist furchtbar lang. Aber ich finde, es ist auch immer noch nicht zu spät, die Wahrheit zu sagen. Und das alles aufzulösen. Ja. Ne? Nee, ich glaube, das sollte ich auch machen. Ja, ich finde es schon, ja. Das ist, also, es ist, belastet mich, wie gesagt, seit dieser gesamten Zeit. Und ich glaube, du mir, ich ziehe das mal durch. Ja, dann wünsche ich alles Gute. Ja. Matthias, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Mann, 17 Jahre. Übrigens mein Attribut an den Karneval heute. Das können die Fernsehzuschauer jetzt sehen. Ich habe ein T-Shirt an, da steht drauf, das Wasser von Köln ist, ich übersetze es, das Wasser von Köln ist gut. Das ist auch gut. Ja, Mila, das ist wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aber ich sag's mal so. Hallo? Ist das richtig ausgesprochen? Nee, ne? Jamila, 19 Jahre alt. Genau. Meine Liebe. Ja? Verbotene Lust. Genau. Was ist es denn? Also ich bin fast 20 Jahre alt und hatte noch keinen Sex. Ja. Ja, und das ist mein sozusagen Problem. Also ist eine verbotene Lust noch gar nicht passiert bei dir? Nein, also sie ist in mir drin, ne? Ja. Also ich bin 1,5 Jahre mit meinem Freund zusammen. Ach so. Genau, ich habe einen Freund. Ja, 1,5 Jahre schon. Genau. Und es kam bis jetzt noch nicht dazu, weil er nicht möchte, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, an was es liegt, aber... Ach, dass er dich gar nicht begehrt? Meinst du, dass er dich nicht will, nicht möchte? Ja, das kann ich nicht so sagen, aber zum Beispiel, wir haben auch andere Sachen, die wir machen, Petting zum Beispiel. Also ich bin immer diejenige, die etwas bei ihm machen muss. Also bei mir, er macht eigentlich gar nichts. Ach so. Also Petting, die ganze Palette ist schon gelaufen. Das heißt, so ganz unbescholten bist du nicht mehr. Nein, bin ich nicht. Also geküsst habt ihr habt nackt nebeneinander gelegen und habt ihr euch selbst auch schon befriedigt? Ging es so weit? Ich ihn, ja. Du ihn? Aber er mich noch gar nicht. Hätte ich noch gar nicht. Weil du das nicht wolltest oder weil er so zurückhaltend ist? Ich weiß, er hat es probiert, aber es hat ihm anscheinend nicht gefallen, oder? Ach so. Weil er ist ja auch noch Jungfrau. Ja. Und ich auch. Und ja. Ja. Also, verstehe ich das richtig, dass du das eigentlich ganz gerne würdest wollen? Ja, ich würde gerne, natürlich. Ja, und aber du ganz irritiert bist, was mit dem Jungen los ist. Genau. Ja, das ist aber wirklich schon sonderbar. Wie seid ihr damals vor 1,5 Jahren zusammengekommen? War das eine große Verliebtheit oder wie hat sich das ergeben? Also, wir sind zusammen in eine Klasse gekommen. Ja. Und dann, ja, halt, wie man so anfängt, Blickkontakt und... Mhm. So langsam hat sich entwickelt. Also er hat dir gefallen und du hast ihm offensichtlich gefallen. Genau. Und dann fing das so allmählich an. Genau. Mhm. Du warst richtig verliebt am Anfang oder immer noch? Ich bin immer noch, ja. Bei ihm kann man das nicht so genau sagen, oder? Doch schon, aber das
zeigt sich nicht in der Sexualität, also mit den Worten und Taten schon, aber nicht in dem Sinne halt. Geht er denn so mit dir zärtlich um? Fasst er dich oft an und streichelt er dich und sowas? Ja, eher nicht so oft, also es fehlt mir schon ein bisschen. Also ich bin diejenige, die dann doch mehr macht, also. Tut dir das nicht ein bisschen weh? Natürlich. Ja, ne? Natürlich. Ja, wenn man anderthalb Jahre zusammen ist, dann ist man ja eigentlich schon sehr vertraut miteinander. Und wenn dann der Partner so auf Distanz geht und und selbst diese Petting-Aktionen gehen dann von dir aus? Also, teils, teils. Mhm. Also ich mache es auch mit jetzt immer, weil, also eigentlich fast täglich, wenn ich ehrlich bin. Weil ich weiß, er braucht es, er will es, aber er geht halt nicht auf meine Bedürfnisse ein. Und wenn ich mit ihm darüber rede, dann sagt er, ja, ist scheiße. Und aber trotzdem erinnert nichts daran. Ja, so, jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was ist los mit ihm? Warum? Jetzt müssen wir das ganz offen besprechen. Hast du den Eindruck, dass er richtig erregt wird, wenn er dich sieht? Also wenn ihr nackt nebeneinander liegt? Also das machen wir ja nicht eigentlich. Also. Ach so. Wir haben es mal probiert, aber dann ist ja auch nichts passiert und ich habe mich wieder angezogen, fertig. Ach so, ich dachte, das würde schon öfter mal passieren. Nein, nein. Also wie so in der Regel, wie weit geht es denn? Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ja, dass ihr so im auf der Couch im Bett zusammen liegt, angezogen und euch streichelt oder was macht das ihr? Das geht ja auch nicht so oft, weil er ist halt islamischen Glauben angehörend und ja, ich bin halt halb Marokkanerin, aber bin nicht islamisch, sondern halt katholisch. Ja. Und seine Eltern wissen nichts von mir, halt meine Eltern wissen das und wir können auch nicht so oft alleine sein, ungestört. Und daher, wir müssen jetzt halt auf der Toilette oder in der Schule, keine Ahnung, hört sich jetzt... Ja gut, aber selbst da passiert ja auch nicht viel, ne, auf der Toilette und auch in der Schule. Viel, ne? Küsst ihr euch denn richtig, so mit Zunge und allem drum und dran? Auch nicht mehr so. Auch nicht mehr so? Nein, ich sag, warum nicht, und er gibt mir auch keine Antwort und lacht, keine Ahnung. So. Also ich habe schon das Gefühl, dass er mich liebt, nur halt in diesem Sinne zeigt es mir gar nicht so. Ich habe gerade drei Ideen im Kopf, ich will sie dir sagen. Die erste Idee ist, ich muss es so klar sagen und letztendlich, wenn es so ist, muss man dem ja ins Gesicht ausschauen. Er findet dich nicht erregend, du machst ihn nicht geil. Eine Variante. Die zweite Variante ist, der junge Mann steht nicht auf Frauen. Er ist schwul. Die dritte Variante ist, er ist so gefangen in seinem Glauben und in seiner Religion oder vielleicht auch in der Familie, dass er ein so großes schlechtes Gewissen hat, was er da tut, dass er deshalb so verkrampft ist und sich gar nichts traut. Das dritte würde ich eher sagen. Das dritte würdest du eher sagen. Weil das, wenn ich heiß wird oder so, würde ich nicht sagen, weil, also, ich meine, er kommt jedes Mal, er ist erregt, ich höre ihn und das dritte eher. Denke ich mir auch. Also das Problem ist natürlich, wie man damit umgeht, wenn er so in der Gefangenschaft seiner Überzeugung oder vielleicht der von außen aufgedrückten Überzeugung sitzt. Ja, so streng ist er ja auch nicht, weil sonst würde er das andere ja auch nicht zulassen. Deswegen verstehe ich das nicht. Das ist irgendwie irrelevant, aber... So, jetzt finde ich aber, Jamila, dass du das Recht hast, dass er wirklich in aller Klarheit dir das erklärt. Und ich finde, das könntest du ihm auch klar machen, dass auch eure Beziehung nur eine Zukunft hat. Wenn er Tacheles redet, was da los ist mit ihm. Sag es doch, dass er mir sagen soll, nur er redet nicht so viel. Ich bin immer diejenige, die... Ist mir klar. Ich kann es mir schon wieder alles wunderbar vorstellen, dass er nichts sagt. Aber du musst in einer Art und Weise ihm das begreiflich machen, dass er wirklich Angst auch um die Beziehung kriegt. Weil es ist ja auch eine permanente Verletzung deiner Person, finde ich. Du kommst ja auch wahrscheinlich blöd vor mittlerweile schon, ne? Wenn du immer baggerst und ackerst und es geht nicht. Natürlich, aber ich zeige es halt nicht. Naja, aber zeig es. Zeig es mittlerweile. Zeig auch ruhig ein bisschen Zorn. Ich finde, nach anderthalb Jahren hast du das Recht dazu. Wie alt ist er denn? Das hatte ich gar nicht gefragt vorhin. Er wird 21. 21, naja, mein Gott, ein erwachsener Mann. Erwachsener junger Mann. Also ich verstehe es noch nicht. Ein anderer Junge, den hätte ich nicht zweimal fragen müssen, ja, oder? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. In der Regel ist es ja so, dass die Jungs immer ran wollen, so schnell wie möglich. Bei uns ist es umgedreht. Ja. Also von den drei aufgezählten Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, definitiv meinst du, also wenn, dann ist es die letzte. Mit der Religion und der Verkrampfung. Wenn überhaupt. Dabei, ich meine, es heißt ja,
er darf mit der Frau schlafen, die er heiraten wird. Mhm. Und ich meine, er sagt mir, er ist sich sicher, aber ob er mich heiraten will, weiß er nicht. Mhm. Also er müsste mir klipp und klar sagen, also ich heirate dich und dann würde ich wissen, auf was ich warte. Also dann würde ich es ja wissen, aber er sagt mir das auch noch nicht. Und deswegen ist halt irgendwie ohne Zukunft, ohne Ziel. Ist natürlich auch Wahnsinn, wenn man dir schon gleich sagt, ich heirate dich und man weiß ja nicht, was in ein paar Jahren ist. Das bremst einen ja in jeglichem ab irgendwo und führt dann natürlich zu einer solchen Verspannung. Also, ich finde, dass du das Recht hast, um es nochmal zu wiederholen, auf eine klare Auskunft von ihm. Und ich finde, dass du auch das Recht hast, irgendwann zu sagen, pass mal auf, so kann ich nicht leben. Ich kann nicht so leben auf Dauer. Er muss dich ja respektieren. Er muss ja auch deine Bedürfnisse respektieren. Das tut er jetzt nicht im Moment. Und wenn er es nicht tut, dann soll er es dir zumindest klar erklären, was da los ist. Verstehst du? So, in diesem Sinne, Jamila. Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 23 Jahre alt. Und Mirko, guten Morgen. Servus, grüß dich, Jürgen. Ja. Moin, moin. Moin, moin. Ich darf dir erstmal sagen, wir haben das letzte Mal im Jahr 2000 gesprochen. Aha. Und zwar an dem Geburtstagsmorgen von Cornelia Scheel. Ach, das ist ja schön. Jetzt kommt es. Ich bin der erste Luftballonfetischist gewesen, der mit dir telefoniert hat. Ich erinnere mich in der Tat. Du erinnerst dich. Ja, ich erinnere mich wirklich. Ja, ich erinnere mich wirklich, ja. Luftballonfetischist, das hatte ich so. Ich habe mir das sogar auf dem Computer gespeichert, weil das ist einfach eine unvergessene Sache. Ja. Ich habe dir damals auch erzählt, dass ich zusammen mit meiner Freundin Tanja, mit der ich jetzt mittlerweile verheiratet bin, einen Sohn habe, auch Strumpfhosen dabei benutze. Ja. Und dabei hat sich jetzt eine ganz interessante Entwicklung Wir sind alle gespannt, was aus dem Strumpfhosen-Luftballon-Fetischisten jetzt verheiratet mit Kind, was da geworden ist. Ja, Entschuldigung. Und zwar bezieht sich das eigentlich jetzt mehr auf die Strumpfhosen. Und zwar, wie gesagt, ich habe das damals ja, wie es eigentlich bei jedem Jugendlichen ist, entwickelt sich das in der Kindheit. Man geht an Mutti Strumpfschublade und guckt mal. Ja. So. Und wie ich dir letztens dann auch halt erzählt habe, war es mehr eine sexistische Sache. Sprich, verbotene Lust, Strumpfhosen, Männer. Ja. Das ist ein Ding, gibt's eigentlich nicht. Ja. Jetzt ist es so, dass das sich bei mir mehr entwickelt hat als normales, getragenes Objekt. Das heißt also, im normalen Alltag trage ich Strumpfhosen. Damenstrumpfhosen. Es gibt auch Herrenstrumpfhosen. Es gibt auch Herrenstrumpfhosen, ja. Richtig, von namhaften Herstellern, und die kann man ruhig nennen, zum Beispiel RG. Aha. Das ist so eine kleine Plüschente mit Werbung und so. Die stellen die speziell her. Die kosten natürlich auch einen Haufen mehr. Ja. Aber speziell auch im Internet gibt es Seiten von vielen, vielen Männern, die sich mehr als wünschen, dass diese Sorte von Männern, die Strumpfhosen tragen, endlich mal gesellschaftsfähig werden. Nur ich muss mal unterbrechen. Ich bin jetzt nicht sehr bewandert in Herrenstrumpfhosen. Ich kenne das nur vom Skifahren. Das sind auch so eine Art Strumpfhosen. Ist mir bekannt. Die Geschichte hatte ich letztens auch, als ich mit dem Sportgeschäft telefoniert habe und gesagt habe, man habt da Herrenstrumpfhosen oder so. Ja, wenn sie Skifahren, vorhin gar kein Thema. Genau, so dicke. Aber meine Frage ist jetzt, gibt es für Herren auch diese, die so aussehen wie Damen? Es gibt für Herren sogar Feinstrumpfhosen. Ach. Es gibt Models, beispielsweise auch namhafte Wohlfahrt. Ja? Wohlfahrt gibt es, das ist eine Riesenboutique, die hat damit als erstes angefangen. Der erste Preis für die Herrenstrumpfhose war 139 Mark. Aber wer trägt das? Eigentlich nur Fetischisten, oder? Nein. Nein? Nein. Jeder vierte Mann trägt in Deutschland heimlich Strumpfhosen unter der Hose. Nein, niemals. Jürgen, ich wette mit dir, ich meine, es ist ja bekannt, du bist schwul. Und ich wette mit dir auch, schwule Männer oder so jetzt auch so normal, genau wie Heterosexuelle. Ja. Das muss mit Sex nichts zu tun haben. Die tragen die einfach unter der Hose. Ich im Winter, wir haben um die Ecke hier bei uns ein Schrumpfgeschäft, da bin ich letztens hingegangen. Ich habe sogar zu Weihnachten eine von meiner Bekannten geschenkt gekriegt. Ich trage speziell blickdichte Strumpfhosen. Die halten schön warm, etc. Keine Baumwolle, nichts. Und genau aus demselben Material, wie du sie bei den Damen an Beinen in der Stadt siehst oder sonst wo, dieselben Objekte tragen auch die Männer. Mirko. Weil sie sich wohl drin fühlen. Es muss kein Fetisch sein, sondern sie sagen, die sind warm, ich fühle mich wohl. Und meine Partnerin und genau sämtliche Partnerinnen auch, manche machen es heimlich oder auch nicht, ich trage sie, weil ich mich einfach drin wohlfühle. Also Mirko, ich habe schon sehr oft gesehen, wenn Männer eine Hose ausziehen. Ja. Ich habe aber noch nie gesehen, dass Männer darunter so eine Feinstrumpfhose anhaben. Aber sag doch mal, diese langen Unterhosen, weiß Feinripp, die sind doch sowas von abschreckend. Da brauchen wir uns doch gar nicht drüber streiten. Die sehen doch sowas von, also wenn ich mich dran erinnere, mit 13 oder 14, wo meine Mutter gesagt hat, zieh mal was Warmes an, nee, lass gut sein.
Ich habe damit nicht so Probleme. Wenn es richtig arschkalt ist draußen, ziehe ich die Dinge auch an. Und ich will ja nicht schön aussehen, dann soll ich nur warm halten. Ja, nee, richtig. Gut, den Zweck erfüllt es. Aber überleg doch mal jetzt, tu mir einen Gefallen und such mal im Internet einfach bei irgendeiner Suchmaschine Herrenstrumpfhose. Ja, oder sogar bei eBay. Gibt es Leute, die Dinger verkaufen. Du, dann siehst du einen knackigen Männerpopo in einer Feinstrumpfhose gehüllt und dann sag mir du das... Ich sage jetzt von der sexistischen Seite vom Fetisch, dass das nicht anregend aussieht. Also das sind nicht unbedingt immer Schwule, das sind nicht unbedingt immer Transvestiten. Das sind völlig Männer wie du und ich. Heterosexuelle Männer. So wie du. Wie ich. So wie du. Und du trägst ganz oft diese Strumpfhose. Jetzt auch? Ja. Auch in der Nacht? Wenn es kühl ist, so ein bisschen, man will ja nicht unbedingt eine Decke und alles in Heizung, man muss ja auch ein bisschen sparen. Ich trage die auch im Bett. Und es hat definitiv nichts Sexuelles. Wie ich dir damals ja, wir 2000 telefoniert haben, es hat damit angefangen. Ja, das habe ich verstanden, aber ich meine jetzt, mittlerweile. Und jetzt im Laufe der Zeit hat es sich halt auch so entwickelt, ganz normal im Alltag oder so, auch ohne Socken und alles, also ist mir egal, ob das jemand sieht, weil die werden langsam gesellschaftsfähig. So. Weil es gibt die wirklich auch offiziell zu kaufen, wirklich mit dem Begriff Herren-Feinstrumpfhose. Ich glaube, du bist beteiligt wahrscheinlich an dieser Firma. Ich bin ganz normaler Dings. Es gibt wirklich Firmen, die stellen die her, das ist also kein Witz. Und ich werde gleich mal bei meinen Jungs im Hintergrund, die hier im Hintergrund arbeiten, gleich mal den Hosensatz aufmachen und gucken, ob die so ein Ding anhaben. Ob das stimmt, dass ich glaube nicht unbedingt, dass da jetzt einer bei ist. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie sich schnell umgezogen oder so. Aber es ist wirklich so. Es gab es ja auch im Fernsehen bei RTL oder so. Da wurden die wirklich hergestellt und informiert. Gut, da gibt es ja eine Sorte, würde ich niemals anziehen. Aber es ist wirklich so. Die tun es sogar heimlich. Ich wäre mal interessiert, welche prominenten Männer solche Feinstrumpfhosen anhaben. Oh, ich habe eben gerade bei euch die WDR Kölner, die Karnevalssitzung der Schwulen und Lesben gesehen. Ja gut, da ist es dann auch vielleicht auch eher verständlich. Ja gut, aber... Ich finde es nicht nur lustig anzusehen, es gibt auch Männerbeine, ja? Ob vielleicht Daniel Kübelböck eine? Also, was den Herrn Kübelböck? Man weiß es ja nicht. Ich meine, es ist schon schön, durch die Medien jetzt mal auf diesen Namen zu kommen, jetzt ich als so kleine Privatperson, aber ich kann Daniel überhaupt nicht leiden. Ja. Weil, da stehst du nicht alleine da. Sein Getue und alles. Nicht, dass er bisexuell ist. Ich bin auch ein bisschen bisexuell, aber das möchte ich gar nicht weiter vertiefen. Ich mag nur seine Art nicht, wenn er seine Wörter langzieht und sein Getue und Gehabe da abzieht. Ich weiß auch nicht. Gut, das ist ein kleiner Ausflug in diese Thematik. Wir halten fest, dass du ein eifriger Strumpfhosenträger bist. Ja. Sagst, dass das mittlerweile immer normaler wird in Deutschland. Richtig. Obwohl das vielleicht irgendwann mal eine verbotene Lust war, um auf unser Thema zurückzukommen. Es ist ein bisschen ist es auch noch verbotene Lust. Es gibt immer noch Männer, die haben Internet ist ja so, im Internet findest du alles. Wenn du denkst, du bist allein auf der Welt mit deinem Fetisch, gibst du den Suchbegriff ein. Ist eine dolle Sache. Und du findest deine Leute. Ja. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Im Sommer gehst du mit deinen Strumpfhosen auch und kurze Hose? Nein, da benutze ich sie dann mehr eigentlich nur zum Sex mit meiner Frau. Ach so. Ach, das dann auch? Ja, immer noch. Wie gesagt, also das gehört immer noch auch zu meinem Ballonfetisch dazu. Ja. Alles so. Wie gesagt, es ist weiter interessante Sache. Es hat sich bloß ein bisschen weiterentwickelt. Man hat einfach noch ein bisschen experimentiert. Und sie halten wirklich verdammt warm, ob du es mir glaubst oder nicht. Ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Ich denke, wenn die Mädels mit diesen dünnen Dingern da rumlaufen, hält das warm, frage ich mich dann immer. Nee, aber nee. Offensichtlich ja. Ne? Also ich meine, es ist auch so, gut, das ist vielleicht wieder ein bisschen normaler als Strumpfhosen tragen, Beine rasieren. Beine rasieren auch noch? Ja, Beine rasieren, ach, natürlich, ist klar. Da bin ich aber nicht der Einzige. Es gibt genug Männer, die tragen keine Strumpfhosen, und rasieren aber ihre Beine. Du meinst also, jeder vierte Mann hat auch die Beine rasiert. Ich glaube, du übertreibst ein bisschen, Mirko. Nein, ich übertreibe nicht, Domian. Ich erzähle dir wirklich hier keinen Piepscheiß. Jetzt lass uns aber zum Schluss noch kurz ein Wort zu den Luftballons wechseln. Ich habe mir das schon fast gedacht. Du bist nach wie vor Ballonfetischist. Ja, richtig. Nun ist das doch eine recht lange Zeit her, dass wir miteinander geredet haben. Mhm. Fass es doch mal in ein paar Sätzen zusammen für all die aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer jetzt. Was hat es damit auf sich mit dem Ballon? Ja, das war damals eine ziemlich pikante Sache. Du warst ja auch ziemlich interessant und selbst bei deiner tausendsten Sendung, wo da Ballons rumgeflogen sind, hast du oft genug betont, dass du kein Ballonfetisch bist. So war es ja. Ja, nee, das ist eigentlich, ja, können sich viele Leute gar nicht vorstellen. So ein Ballon besteht aus Gummi und Gummi, Kondome etc. Und diese Ballons geben ein Weichheitsgefühl, wie auch immer. Mhm. Und damit kann man masturbieren, indem man sich drauflegt und dran reibt. Und es gibt halt Gefühle. Bei einer Frau ist es zum Beispiel Herzballons, die haben eine Wölbung innen drin. Ja. Da können sich Frauen mitten drauf reinsetzen. Das sind ganz normale Ballons, die es im Laden zu kaufen gibt. Ja. Und es gibt genug Personen, die empfinden da bestimmte Gefühle. Das fing damit an.
Und ich habe dann halt die Feinstrumpfhosen mit zugefügt, weil es gibt ein bestimmtes Weichheitsgefühl, man bleibt nicht an den Ballons haften, wenn sich diese Reibung dort ergibt und alles. Ja, ja. Und du teilst diesen Spaß ja auch mit deiner jetzigen Frau, ne? Ja, das ist immer noch dieselbe wie damals. Ja, 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 ja. Also haben sich da die richtigen gefunden, ne? Wie gesagt, wir waren da ja auch schon zusammen und alles und wie gesagt, sie betreibt es halt immer noch. Aber das Lustigste ist, das habe ich vorhin dem Redakteur auch schon gesagt, letztens habe ich einen Mecker von meiner Frau bekommen, wo sie gesagt hat zu mir, Mirko, ich finde zum Kotzen, dass ich die dünnen Strumpfhosen anziehen muss, wenn ich zur Arbeit gehe und du die dicken hier zu Hause trägst, wenn du das Fenster auf hast, dass du die teuren Dinger trägst. Ich habe eine von meiner Bekannten zu Weihnachten geschenkt bekommen, der Conny, die ich mal auf diesem Wege ganz herzlich grüße. Ja. Mirko, das war wieder mal nett, mit dir gesprochen zu haben. Ja, ich würde sagen, in 3 Jahren unterhalten wir uns wieder. Mal sehen, was dann passiert ist. Ja, alles klar, Jürgen. Alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Schöne Grüße, tschüss. Jo. Christine, 36 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Christine. So, verbotene Lust heißt das Thema. Ja, es geht um meinen Sohnemann. Ja. Der ist 11 Jahre und hat circa seit 4 Wochen eine 16-jährige Freundin. Eine 16-jährige Freundin? Ein 11-jähriger Junge? Ja. Was ist denn da los? Ja, das weiß ich eben nicht. Seitdem er die kennt, dreht er auch voll durch. Wo hast du die kennengelernt, weißt du das? Die gehen zusammen in die Schule. Aber nicht in dieselbe Klasse? Nee, in die neunte. In die neunte geht sie und meiner geht in die... Aber sag mal, was ist denn mit einem 16-jährigen Mädel los, die sich für ein 11-jähriges Kind quasi interessiert? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ihn auch ein paar Mal gefragt. Ich wusste das zuerst gar nicht. Er sagte immer nur, er geht zu seiner Freundin und ich denke mir eigentlich nichts dabei. Ja. Und auf einmal, irgendwie abends kam er zu spät nach Hause und da sage ich, und was wieder mal nicht zum Essen da? Er hat schon gegessen. Mhm. Und ich sage, wo hast du gegessen? Ja, bei meiner Freundin. Ja. Ich sage, und was gab's da? Ja, Nudeln und Bolognese. Mhm. Ich sage, haben die Eltern gekocht? Nö. Der Vater ist bei der Nachbarin und die Mama lebt dort nicht und die Freundin hat gekocht. Wenn die jetzt 11 wäre das ein bisschen schwierig gewesen, ne? Ja, richtig. Ja. Hast du sie denn mittlerweile mal auch gesehen selbst? Ja. Wie ist sie denn, also mit 16 sind die Frauen, die jungen Frauen heute ja schon sehr entwickelt. Also da war mein erstes Urteil war eigentlich, na, da kann nicht viel passieren. Ach so. Aber, ich weiß nicht, er soll das ein paar Mal mitbringen, nachdem ich das erfahren habe. Er hat sie absolut nicht mitgebracht. Sonst bringt er jeden Schulfreund und jede Freundin mit nach Hause, aber diese bringt er nicht mit. Hat er denn schon mal wahrscheinlich nicht, ne? Noch keine. Nee, ich will es nicht hoffen. Ja, ja. Ich will es nicht hoffen. Auf jeden Fall rief mich den einen Abend ein Nachbar an, der wohnt gerade rüber von mir. Ja. Und der meinte, du sag mal, was ist mit deinem Kleinen los? Mhm. Ich sag, wieso? Naja, der schwanzelt da unten rum, Arm in Arm und küsst sich mit der Blonden. Mhm. Ich sag, wie bitte? Mhm. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ich sag, du hast dich verguckt. Mhm. Nee, er hat sich nicht verguckt. Es war so. Hast du ihn befragt danach? Was? Ich habe ihn gefragt. Ja. Er hat es natürlich rigoros abgestritten. Aber es wird wahrscheinlich doch passiert sein. Ja. Und da habe ich abends gedacht, jetzt reicht's. Mhm. Und da habe ich mich angezogen, ich wusste, wo die wohnt und bin dahin. Zum Vater? Zum Vater. Ja, und? Da hat mir die Tochter aufgemacht und da sage ich, ich hätte gerne mit deinem Vater gesprochen. Und schon wieder die Tür aufgemacht, habe ich gedacht, wo bist du hier gelandet? Die haben ja gar keine Tapete an der Wand, die haben da Graffiti schon im Flur und... Da bin ich rein und da saß der Mann am Tisch und hat gegessen und wollte abwiegeln, er hätte keine Zeit. Ich sag, das hat aber jetzt, das kann nicht aufgeschoben werden. Ja. Und ich sag, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Ihre Tochter sich mit meinem Sohnemann auf der Straße rumknutscht. Der erst 11 Jahre ist. Ja. Ne? Muss man immer dazu sagen nochmal. Ja. Mhm. Und da meint er, wie bitte? Und er ist alleinstehend. Mhm. 4 Mädchen. Ja. Ist krebskrank. Ja. Den haben sie die halbe Zunge entfernt. Und er hat schon nicht schwer, noch schon nicht leicht mit diesen Kindern. Aber
ich habe zu ihm gesagt, passiert das nochmal, dann müssen wir uns auf einer anderen Ebene wiedersehen. So, jetzt hast du deinem Sohn offensichtlich unverständlicherweise, wie ich finden würde, auch verboten. Ja, ich habe mich dann abends mit ihm nochmal hingesetzt. Ja. Und habe ihm das friedlich erklärt, dass das so nicht gehen kann. Ist er in einer gewissen Weise einsichtig oder bockig? Nein, absolut nicht. Bockig? Seitdem er die kennt, mopft er hier auf und macht nur noch, was er will. Wenn ich auf die Freundin zu sprechen komme, also, dann... Christine, ich kann diese Sorge auch nachvollziehen. Weil da stimmt was nicht, finde ich. Da ist der Altersunterschied einfach zu groß. Wenn der jetzt eine Freundin hätte, die auch 10, 11 oder so, ist er okay. Ne? Kann man ja nichts sagen. In einem gewissen Rahmen. Das würde ich auch unterbinden. Ja, der soll lieber mit seinem Auto spielen oder mit so. Dem Lesebuch gucken. Ja. Da tut er was Gescheites, aber doch nicht mit 11 Jahren schon auf der Straße öffentlich. Ja, es ist wirklich ein eklatanter Altersunterschied, finde ich. Weil erstens mal ist er 2 Köpfe kleiner wie Sie. Das fällt schon von der Größe her auf. Aber das könnte jetzt natürlich auch so ein richtiger Machtkampf werden zwischen dir und dem Sohn. Das sagt denn der, ist der Vater, lebt ihr in einer Familie oder bist du alleinerziehend? Nein, mein Mann, der ist tagsüber zu Hause, der macht nur Nachtschichten. Und überwiegend habe ich mit diesem Problem zu tun. Mein Mann, der hält sich da in dieser Beziehung zurück. Er ist ja auch irgendwo... Im Moment bin ich ja auf dieser Ebene, wo ich nicht mehr weiß, was ich noch machen soll. Was du machen könntest, wenn das weiterläuft, was kannst du tun? Ja, wenn ich es verbiete, umso mehr trifft das sich mit ihr. Ich weiß auch nicht, ich spinne jetzt mal so, das muss man nochmal bedenken. Ich weiß nicht, ob man in letztendlicher Konsequenz da nicht auch das Jugendamt mit einschalten sollte, dass die mal einen Blick auf diese Familie werfen, die Familie des Mädchens. Das habe ich auch zu dem Vater gesagt. Kommen da noch weiter Dinge auf mich zu, dann werde ich das Jugendamt einschalten. Also ich kann deine Haltung und deine Sorge verstehen. Was man da so noch machen kann, würde ich gerne vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest, die da sicher sehr viel erfahrener ist, wie man da am besten vorgeht. Ich habe mit der Schulärztin gesprochen, mit der bin ich im engen Kontakt, weil der Christopher sowieso immer schon, mit 2 Jahren habe ich schon gesagt, mit dem Jungen kriege ich mal Probleme. Und die habe ich angerufen und habe sie auf das Thema angesprochen. Was meint die? Und da meint sie, das ist ja nun nicht so toll. Mhm. Ich sage, nee, ich finde es absolut nicht toll, weil er jetzt auch durch diese Freundin auch noch angefangen hat mit Qualmen. Also das ist ja das Größte. Stellt sich früh vor den Schulbus an die Bushaltestelle und sie gibt ihnen eine Zigarette. War ich gestern Abend erst wieder bei dem Fahrer. Und da denkt man ja, wer weiß, was da noch kommt, ne? Was die vielleicht da noch weiter. Ja. Wir machen das jetzt so. Du legst auf, Anna ruft dich an. Und ihr beratet, was du da vielleicht dann auch noch im Hintergrund einfädeln kannst. Ja. Ich bin absolut deiner Meinung. Ich würde das auch unterbinden und würde da auch alle Hebel in Bewegung setzen. Ja, auf jeden Fall. Alles Gute. Ja, ich Christine. Danke dir. Tschüss. Mach weiter so. Jo, tschüss. Christine? Hatte ich gar nicht. Christine, hallo? Hallo? Ja, ich grüße dich. Hallo Domian, schön, dass ich mal durchkomme. Erstmal ein großes Lob an deine Sendung. Dankeschön, vielen Dank. Ja. Du bist 32 Jahre alt. Genau. Ich glaube, ich habe mich gerade irgendwie versprochen. Ich habe die vorher... Nee, vor mir war 36. Kann das? Ja, kann sein. Auch Christine. So war's, jetzt bin ich ganz verwirrt. Das war auch eine Christine, ja. Genau. Und du bist 32. Ja. Noch eine Christine und die ist aber 32 Jahre alt. Genau. So, und die hat auch was von einer verbotenen Lust zu erzählen. Ja, ich habe eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Mhm. Aber nur eine, also nicht wie ein paar vor mir. Ich war bin schon hier mal eine, die hat 2. Die hat 2, ja. Ne? Ich bin hier so einiges gewöhnt, was ihr Frauen mir erzählt und beichtet hier. Ja. Ja, und ich hole mir die Lust, oder wir holen uns die Lust, wenn wir Lust dazu haben, und das vor einer Stunde noch. Ach, du bist ganz frisch noch, du dampfst gerade nur zu noch, vor ja, Freude. Ja, so ungefähr, genau. Wo bitte, wo habt ihr es gemacht? Im Auto. Im Auto, auch wieder im Auto. Vom Friedhof. Aber im Auto. Im Auto. Der Mann ist verheiratet. Der Mann ist verheiratet. Wie lange gibt es die Affäre schon? 1,5 Jahre. Ist es eine reine Sexaffäre? Nein. Das heißt, du bist doch ein bisschen verliebt in den. Ja, auf jeden Fall. Ja. Er in dich denn auch oder bist du nur so ein Sexobjekt für ihn? Ja, er behauptet das immer, aber wissen tue ich das nicht wirklich. Das ist immer die Frage in solchen Verhältnissen. Ja.
Das ist immer die Frage. Die Frau ahnt natürlich nichts davon, wahrscheinlich seine Frau. Das ist richtig, genau. Mhm. Und du musst immer dann quasi springen, wenn er anruft, oder wie geht das? Hauptsächlich, ja, das ist richtig. Aber obwohl wir haben eigentlich zwei feste Tage in der Woche, wo wir uns sehen. Ja. Und meistens kommt noch ein dritter Tag dazu. Ja. Und ja, das ist... Also ich finde immer, das Gefährliche an solchen Verhältnissen für Menschen jetzt in deiner Rolle, wenn da Gefühle mit ins Spiel kommen. Wenn du jetzt ganz klar zu mir gesagt hättest, nee, der ist eine Granate im Bett, das interessiert mich nur sexuell, kann sowas laufen. Aber wenn du anfängst, oder es ist wahrscheinlich schon passiert, dass du dein Herz verlierst ein bisschen an ihn, dann ist es irgendwann bitter, dass da eine andere Frau ist und du vielleicht die Sehnsucht hast, du würdest am liebsten mit ihm richtig zusammen sein. Also ich sag mal so, die Eifersucht auf seine Frau ist nicht da. Aber auf also die Zeit vielleicht, die er mit der Frau verbringt, oder? Nee, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Also das habe ich eigentlich abgehakt. Aber so Gefühle, das ist richtig. Also ich sag mal so, manchmal hat er seine 5 Minuten, dann tickt er ein bisschen durch und behandelt mich scheiße, ja, in meinen Augen. Oder meint dann, er müsste da irgendwo Druck auf mich ausüben, und dann merke ich schon, dass er mir unheimlich wehtut damit. Mhm. Und das kann er nur dadurch, dass ich eben mehr empfinde für ihn als nur sexuelles. Ja, ja. Ne? Wie soll das weiterlaufen? Noch endlos so? Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich weiß es echt nicht. Zumal, ich meine, ich bin 32, bin Single, war nie verheiratet, habe keine Kinder. Ja. Und Was das auch schlimm, so, was übrigens schlimm ist, lass mich das mal sagen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Wenn du dadurch blockiert wärst für eine wirklich richtige tiefe Beziehung, die entstehen könnte, Ja. Das wäre schlimm. Denn er hat ja sein Nest quasi. Genau. Und wenn du wegen ihm dich nicht öffnen könntest zu einem anderen Mann, das finde ich traurig. Ja, und das ist auch, glaube ich, das Problem, was bei mir momentan auch so herrscht. Ne? Weil bei einer Frau ist eben irgendwo eine biologische innere Uhr. Ja, ja. Ne? Und mit 32 tickt sie ein bisschen schneller. Christine, was meinst du, wie meine Uhr gerade hier tickt? Die Sendung ist gleich vorbei. Können wir dich denn gleich auch nochmal anrufen? Weil es ja so ganz kurz war, unser Gespräch nur. Ja. Gut, dann machen wir das so. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Okay, tschüss. In der Technik, Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und ihr könnt ab 0 Uhr hier bei uns schon anrufen, wie gewohnt. Tschüss.